Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder wann auch immer ihr dieses Video sehen mögt. Ich habe mich eine ganze Weile lang auf YouTube nicht sehen lassen und ich möchte mich dafür entschuldigen. Bei mir war tierisch viel los und ich habe wirklich alle Hände voll zu tun gehabt, mein Leben auf eine Reihe zu behalten und wollte aber nichtsdestotrotz nochmal ein Update geben. Es gab neben meinem super erfolgreichen Hochsteckfrisur-Video noch ein Video, was auch eine Menge Zuspruch bekommen hat, oder eine Menge Reaktion zumindest, weil es auch wahrscheinlich nicht so wenige betrifft, nämlich ging es um Akne. Und hier wollte ich euch Bescheid geben oder einfach mal informieren, was zwischenzeitlich passiert ist. Ich hatte Ende letzten Jahres hatte ich öfter mal Bauchschmerzen und dachte, so kommt das her, und habe gedacht, irgendwas vertrage ich vielleicht nicht. Und bin dann zum Arzt gegangen, der wiederum hat mich dann zu einem Internisten überwiesen und die haben dann Rundum-Checks gemacht und haben letztendlich festgestellt, dass ich laktoseintolerant bin. Für mich war das erstmal so eine Überraschung, also an sowas denkt man dann so gar nicht. Jedenfalls in meinem Umfeld kenne ich sonst keinen weiter, der jetzt laktoseintolerant ist. Mein Bruder ist glutenintolerant, also der kann kein Gluten essen. Hat aber ein bisschen andere Symptomatik, als wenn ich jetzt Laktose zu mir nehme. Und ich habe dann, nachdem ich das rausgefunden habe, also direkt an dem Tag selbst, wo ich diesen Atemtest, das macht man mit meinem Atemtest, wird das festgestellt. Man kommt nüchtern in die Praxis und bekommt dann den Stoff, auf den man reagiert, verabreicht, muss das trinken und dann alle halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, also ich glaube bei Laktose war es alle halbe Stunde, muss man dann in so ein Röhrchen reinpusten, und dann nach einer Weile war relativ klar, dass ich Laktose schlecht vertrage. Und ich habe dann halt am gleichen Tag noch angefangen, Laktose zu vermeiden. Also ich habe das dann wirklich 2 Wochen lang gar nicht zu mir genommen. Alles nur noch Käse laktosefrei, laktosefreie Milch gekauft und so weiter und so fort. Und ich bin immer noch in der Schuld mir selber gegenüber, mich dazu noch mehr zu informieren. Was für mich jetzt allerdings passiert ist, wo ich das jetzt Akne-Update nenne, ist, und zwar hat sich dann als Nebeneffekt, dass ich keine Laktose mehr zu mir nehme, beziehungsweise laktosefreie Nahrungsmittel zu mir nehme, habe ich gemerkt, dass meine Haut sich wesentlich verbessert hat. Ich habe immer noch ein bisschen, wenn ihr das sieht, die Narben, die sich da in der Zeit mit diesen tiefsitzenden Hautunreinheiten einfach gezeigt haben, die sind immer noch da. Es wird auch eine Weile dauern, bis die verheilt sind. Nichtsdestotrotz, ich nehme dieses Akne-Gel gar nicht mehr, nur was ich vorgestellt hatte in dem anderen Video, ziemlich gar nicht mehr. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also ein bisschen Hautunreinheit habe ich immer noch. Aber es ist wirklich ganz anders und ich muss mir die Chemie nicht mehr ins Gesicht schmieren, und das ist für mich auch eine Menge wert. Und ich wollte euch einmal das gesagt haben, vielleicht auch für euch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Leute, die Akne haben, automatisch laktoseintolerant sind. Es ist eine Möglichkeit, versucht es einfach mal für euch rauszufinden. Entweder geht ihr zum Arzt und lasst euch testen. Vielleicht andere Intoleranzen, Fructose, Laktose, Gluten. Da gibt es verschiedenste. Es gibt auch, glaube ich, da gab es noch was anderes, auf das ich auch getestet worden bin, aber nicht Fructose, sondern Glucose. Das war das Stichwort. Dieser Test steht für mich noch aus. Nichtsdestotrotz, es könnte eine Möglichkeit sein, in der sich die Akne darstellt. Es gibt auch ein tolles Video, wenn ich es nochmal finde, dann würde ich das auch jetzt hier verlinken, entweder unter dem Video oder irgendwo hier in der Seite einblenden. Die Verlinkung, gibt es auch eine schöne Erklärung, wo die Akne herkommt. Es kommt so aus dem asiatischen Raum, und auch wenn nicht alle Medizinchen, Mittelchen, die sie da so vorstellen, immer gut finden, aber die Ursache dort, die sich dort auftut, finde ich, also auf die sie hinweisen, die finde ich ganz hilfreich und ganz interessant. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wollte nur einmal euch wieder ins Boot holen. Ich bin noch da, ich habe euch nicht vergessen. Und ich hoffe, dass ich in nächster Zeit wieder mehr Zeit habe, Videos zu drehen. Da gibt es 1, 2 Dinge, die ich so vorhabe. Wenn ihr noch Wünsche habt, schreibt es gerne bei mir hier unten in den Kommentar hinein. Und das war's auch schon. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, Abend, was auch immer, wann ihr auch immer dieses Video schaut. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!